Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es soll in diesem Video nicht darum gehen, was Olaf euch immer erklärt. Es soll nicht darum gehen, den Hoch- und den Tiefpunkt zu bestimmen. Es geht darum, dass ihr euch den Hoch- und den Tiefpunkt bestimmen lassen könnt. Es gilt dasselbe wie bei der Nullstellenberechnung mit dem Taschenrechner. Macht es bitte nur zur Kontrolle. In Klausuren und Klassenarbeiten der 10. oder 11. Klasse werden ganz oft natürlich die Lösungswege und so weiter, die werden dann einfach angefragt. Und die sollt ihr dann natürlich auch können und selber herleiten können. Aber dieses hier mit dem Taschenrechner dient wirklich als sehr gute Kontrolle während der Klausur und während der Arbeit, um zu wissen, ja, das war richtig und da habe ich meine Punkte bekommen. Und dann könnt ihr auch mit diesen Werten, die ihr habt, dann weiterrechnen und so weiter. Und dann funktioniert das und dann wisst ihr schon ein bisschen, da habt ihr ein besseres Gefühl nach der Klausur und so lässt sich natürlich leichter rechnen. So, wir haben eine Funktion. Ich nehme dieselbe Funktion wie beim letzten Mal natürlich nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal die Funktion 6x² plus 2x plus 1. Das ist unsere Funktion. Jetzt gebe ich die noch in den Taschenrechner ein, sodass sie nicht falsch ist natürlich. Dann lassen wir sie uns per Graph anzeigen. Die baut sich dann da im Taschenrechner auf. Und wir möchten jetzt gerne, ich zoome mal ran, wir möchten gerne wissen, wo dieser Punkt ist. Ich zeige Ihnen noch mal in die Kamera ein bisschen besser. Da wollen wir wissen, wo dieser Punkt genau ist. Und um das nicht von Hand auszurechnen, gibt es hier wieder bei Second Calc. Da kann man jetzt Minimum und Maximum bei 3 und 4 aussuchen. Aber ich empfehle euch natürlich vorher auf die Grafik zu gucken. Wir haben gesehen, es ist so ein Verlauf, also ist es ein Minimum. Und dann gibt man hier die linke Grenze ein und klickt hier auf die rechte Grenze. Dann klickt man nochmal auf Enter, dann dauert das kurz. Und wir sehen hier, das Minimum ist bei, ich mache jetzt mal T für Tiefpunkt, das ist bei minus 0,16 und bei plus 0,83. Probiert es aus. Guckt mal nach, ob das stimmt. Versucht es mal mit einer anderen Funktion. Das war's von mir. Das war jetzt der Tiefpunkt, wie man ihn bestimmen kann. Das Ganze funktioniert selbstverständlich auch mit dem Hochpunkt, aber ihr seid ja hier zum Lernen und nicht zum Zugucken, wie ich verschiedene Sachen ausprobiere. So, Fragen, Lob, Kritik und Anregungen bitte in die Kommentare. Themenwünsche und besonders Fragen und Probleme zum grafikfähigen Taschenrechner. Hier auf meine Facebook-Seite und dann werde ich dazu Videos machen und mich um euch kümmern und da Videos für euch machen. Das war's zu diesem Video.